Moin ihr Lieben und herzliche Grüße heute tatsächlich aus unserem eigenen Wohnzimmer. Warum? Weil heute geht es tatsächlich primär um die eigengenutzte Immobilie, also weniger um eine Kapitalanlage oder Modernisierung, vielmehr darum, wie viele draußen habt wahrscheinlich auch ihr euch eine Finanzierung gesichert, noch mit 1, 2 oder vielleicht im schlimmsten Fall 3% Zins. Das war der Standard der letzten Monate und ehrlicherweise auch Jahre, fast sogar ein ganzes Jahrzehnt. Die Herausforderung, die wir jetzt haben, ist die folgende. Wir haben einen gestiegenen Zins und irgendwann endet wahrscheinlich auch bei euch die Zinsbindung. Jetzt ist der entscheidende Faktor, wie hoch ist die Restschuld zum Ende der Zinsbindung. Das, was dann passiert, ist folgendes. Die Bank wird auf euch zukommen und wird sagen, hallo Freunde der Sonne, ihr habt hier noch 100, 200, 300, 400, 500.000 Euro, whatever, offen bei uns. Und der Marktzins draußen liegt vielleicht dann bei 4 oder weiterhin auch bei 5%. Die kratzen da ja jetzt gerade. Bedeutet, der Zins ist, wenn ihr jetzt gerade eine 2 vielleicht gehabt habt und dann eine 4 bekommt, um 2% gestiegen. Gott sei Dank haben wir eine niedrigere Restschuld wahrscheinlich als zum Beginn der Finanzierung. Das heißt, wir haben weniger Restschuld, trotzdem einen doppelt so hohen Zins. Damit uns die Rate jetzt nicht ganz wegläuft nach oben, weil das könnte auch ein extremer Boomerang werden, müssen wir die Tilgung runternehmen. Vielleicht habt ihr eure Finanzierung durchgedacht mit einer 2% Tilgung auf die nächsten 30 Jahre beispielsweise, um fertig zu sein damit. Was passiert? Wir haben einen höheren Zins, dementsprechend eine viel, viel höhere Rate als heute. Und um dem gegenzuwirken, eine niedrigere Tilgung. Heißt aber auch, die Laufzeit des Darlehens verlängert sich. Höhere Rate, längere Laufzeit eines Darlehens, beides super unsexy Komponenten, die dafür sorgen, dass eure Finanzierung nicht mehr so attraktiv ist, wie sie es heute ist. Jetzt sind zwei Komponenten entscheidend. Erstens, wie viel Zeit habe ich noch bis zu dem Zinsbindungsende? 10, 15, 20 Jahre. Und wie hoch ist meine Restschuld? Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich betreibe Sondertilgung in mein jetziges Darlehen, was bedingt durch die Tatsache, dass ihr wahrscheinlich einen niedrigen Zins habt, wirtschaftlich nicht so cool ist. Warum? Weil ihr Geld ja anlegt in diesem Darlehen für einen niedrigen Zins. Draußen gibt es wahrscheinlich mehr. Und dieses Geld ist per se im Darlehen gefangen, ihr kommt nicht mehr daran. Welche Kombination würde ich euch raten? Ich würde euch raten, genau auszurechnen, wie viel Restschuld zu welchem Zeitpunkt da ist, einen entsprechenden Bausparvertrag zu eröffnen, genau mit dieser Restschuld, vielleicht ein bisschen mehr, und dann zu gucken, was mache ich in der Zwischenzeit, bis die Zinsbindung endet. Packe ich Geld in den Bausparer? Bespare ich ein Depot? Mache ich vielleicht beides in der Kombination? Das ist nachher das Entscheidende. Nicht der Zins im Bausparer, sondern auch die Tilgung nachher sind relevant. Lasst euch ein Konzept erstellen und vor allen Dingen individuell ausrechnen, wie es bei euch aussieht. Denn Nachbar A kann den gleichen Bausparvertrag haben wie Nachbar B, wenn nachher die Konditionen nicht passen und auch die Tilgungsrate nicht passt, weil es die Haushaltsrechnung crasht, dann ist es für den einen passé. Lasst euch informieren darüber, meldet euch gerne bei uns und wir helfen euch bei der Absicherung eures eigenen Häuschens. Liebe Grüße, heute mal aus Börnsen, euer Björn. Ciao, ciao.